Hi Leute, heute habe ich für euch das angefragte Video über meine Schminkkommode, wie die so aufgeteilt ist, was sie gekostet hat und so weiter. Und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Das Erste, was ich euch gerne erzählen wollte, ist, ich war beim Friseur. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe meine Haare färben lassen. Also ich strähne sonst immer regelmäßig. Und jetzt habe ich sie färben lassen, weil ich einfach Lust hatte auf ein bisschen ein natürlicheres Ergebnis und vor allem darauf, dass man den Ansatz nicht immer so sieht. Und das habe ich jetzt mal gemacht und mal gucken, wie ich damit klarkomme oder wie es mir gefällt. Im Moment ist es für mich persönlich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es schon ein bisschen dunkler ist und einfach ja ein anderer Ton als davor. Und den davor hatte ich halt schon immer sozusagen. Also ich mache schon ewig lang Strähnen, aber ja, ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr diesen Ton so findet, wie es euch so gefällt an mir. Dann seht ihr bestimmt, ich bin heute ungeschminkt, weil ich es einfach nicht geschafft habe heute, beziehungsweise ich habe heute sehr viel zu tun. Das ist nämlich das andere, was ich euch gerne erzählen wollte. Ich fahre nämlich nach Berlin und zwar morgen und ich muss heute noch wahnsinnig viel machen und packen und tun und Wohnung putzen. Und da ich den ganzen Tag zu Hause bin, dachte ich mir, naja, schminken brauchst du jetzt nicht, aber ein Video wollte ich auch für euch drehen und naja, ich glaube, es ist okay. Auf jeden Fall bin ich in Berlin und zwar die ganze restliche Woche. Das heißt, es kommt erst wieder nächste Woche von mir ein Video, weil ich es in Berlin nicht schaffen werde, Videos zu drehen, beziehungsweise vor allem auch zu bearbeiten und hochzuladen. Also deswegen habe ich heute nochmal dieses Video für euch und dann sehen wir uns leider erst nächste Woche wieder. Aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für euch und ihr freut euch dann einfach auf die kommenden Videos. Ja, dann würde ich sagen, ich nehme euch jetzt hier mal runter und zeige euch mal das Ganze hinter mir. So, das ist sie. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit den Fächern. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie sie aufgeteilt ist. Also sie hat hier ein kleines Schubfach. Da habe ich jetzt meinen Schmuck drin, meine Ohrringe. Das ist so ein kleines und unten hat sie ein Türchen. Und wenn man das aufmacht, dann hat es einfach hier nochmal drei Fächer, wo man Sachen unterbringen kann. Dann gleich neben der kleinen Schublade ist eine sehr, sehr große Schublade. Da ist von mir allerlei Krimskrams drin. Aber die ist wirklich groß und da bringt er auch wirklich, wirklich viel unter. Obendrauf ist dann die Ablagefläche. Und hier hinter dem Buddha, die Wand, hier dahinter, die ist magnetisch. Das heißt, da könnte man rein theoretisch etwas aufhängen mit einem Magnet. Was ich ganz praktisch finde, wenn man das Ganze vielleicht als Schreibtisch nutzt oder auch so für eine Notiz, eine nette Postkarte. Habe ich auch noch vor, habe ich nur noch nicht gemacht. Dann hier auf der Seite hat es so zwei Fächer, die kann man variieren, wie hoch man die selbst möchte und kann Sachen reinstellen. Und oben halt eben nochmal so eine Ablagefläche, die ich jetzt für meine Nagellacke im Moment nutze. Also ihr seht, es ist schon Stauraum da, es geht bestimmt noch mehr, aber ich bin ganz zufrieden hier mit diesen Fächern. Was ich euch noch dazu sagen wollte, ist, dieser untere Teil, also dieser hier, ohne Magnetwand und ohne diesen Aufbau hier, gibt es alleine so als Schreibtisch zu kaufen. Also ihr findet das Ganze bei Schreibtischen. Und das untere Teil hat 69 gekostet, glaube ich, ja. Und das obere Teil hier hat nochmal 30 gekostet, dieser Aufbau. Aber ohne den Aufbau hätte ich es einfach nicht so schön gefunden. Dann wäre es einfach nur ein Schreibtisch gewesen. Und das Ganze bietet ja auch gleich noch ein bisschen mehr Stauraum. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick über die Schminkkommode verschaffen, wie sie so aufgeteilt ist und ob sie für euch in Frage kommen würde. Weil man will ja vielleicht nicht extra zu IKEA fahren, wenn man dann vor Ort feststellt, ne, die hat ja gar keine Fächer oder die ist viel zu klein oder zu groß oder zu teuer oder ich weiß es nicht. Aber jetzt wisst ihr schon mal, wie sie aufgeteilt ist und ich muss wirklich sagen, wenn man das Ganze gut managt, bekommt man hier wirklich, wirklich viel unter. Ich habe sogar in den Seitenfächern im Moment noch meine Kamera, mein Laptop und mein Stativ liegen. Also ihr seht,
der Platz ist wirklich ausreichend. Also ihr bringt vor allem in der großen Schublade mega viel unter und ihr könnt ja auch eben hier so Boxen hinstellen, wo eure Schminke drin ist. Also ich kann diese Kommode nur empfehlen und eben bei IKEA gab es auch nicht so viel andere. Es gibt die Kommode noch, die Darum hat, da könnt ihr mal gucken. Aber Darum hat ja diese schöne Kommode mit den schönen großen Fächern drunter. Jetzt gibt sie es nur noch ohne Fächer, sprich ihr habt gar keinen Stauraum. Und für mich persönlich ist es wichtig, dass ich Stauraum habe, weil ich will ja nicht immer meine Schminke von woanders her tragen, sondern ich will an der Kommode sitzen und meine Schminke mir greifen können. Und was ich auch noch einen Vorteil hier finde, ist, dass man eben sitzen kann zum Schminken. Ich persönlich mag das ganz gerne. Bei der Kommode, die Darum hat, kann man nur stehen. Und der Spiegel ist recht weit weg, das habe ich bei IKEA gesehen. Und ich habe mir halt einfach hier hinten so einen kleinen Spiegel hingestellt und schminke mich an dem kleinen Spiegel, was für mich vollkommen ausreicht, ein kleiner Spiegel. Wer braucht so einen Spiegel für das Gesicht? Also ja, wie auch immer, ich rede schon wieder Quatsch. Auf jeden Fall, ja, wie ihr wisst, hat jetzt die Kommode ungefähr 100 Euro gekostet. Ihr wisst jetzt die Aufteilungen. Und ja, dann sehen wir uns erst nächste Woche wieder. Sagt mir mal, wie ihr meine Haarfarbe findet. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Und ich wünsche euch eine wunderschöne restliche Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ich freue mich schon wieder wahnsinnig auf euch. Bis dahin. Tschüss.